Wer von euch ist schon gehypt auf das neue Game? Hogwarts Legacy ist bald draußen und wir sind doch alle gespannt auf das Game. Also ich sag mal so, ich bin nicht der große Zocker, ich war mal eine Zeit lang, hab gern gezockt und so, aber die Zeit ist wirklich mega lang her. Spätestens bei FIFA 19, 20 war es bei mir komplett weg und seitdem zock ich kaum was, also ich spiel wirklich nichts mehr groß. Aber auf paar neue geile Games freue ich mich immer wieder und das neue Game von Harry Potter Hogwarts Legacy ist auf jeden Fall mit Abstand auf Platz Nummer 1. Und wir haben jetzt ein, zwei Trailer bekommen und wir sehen auch ein, zwei Sachen und wir sind jetzt alle mal gespannt auf die Sachen. Jetzt, heute tue ich jetzt einfach mal diesen einen Trailer von den Gemeinschaftsräumen für euch mal zeigen und auch meine Meinung kurz dalassen, wie ähnlich sie die Räume gemacht haben oder halt auch nicht, meines Erachtens nach. Auf jeden Fall, falls ihr unsere Arbeit schätzt, wäre ein Like und oder ein Abo der beste Dank von eurer Seite aus. Also wie gesagt, alle vier Häuser werden uns gezeigt. Eine Minute kann ich sagen, nicht viel länger. Und wir fangen mal direkt mal mit unserem bekanntesten und beliebtesten Haus an. Und das ist Gryffindors Haus. Wir sehen hier mal die Sicht von oben. Ich muss sagen, Alter. Herr Schwede, das sieht gelungen und geil aus. Man sieht vieles, viele Porträts. Da sieht man einen Schüler. Da sieht man auch den Gang zu den Schlafzimmern, glaube ich. Ey, der Gemeinschaftsraum ist perfekt. Was wir hier sehen, ist jetzt die fette Dame, so hieß sie doch. Doch der Eingang ist halt ein anderen wie auf dem dritten. Eigentlich ist es der richtige, aber ja. Die Filme verändern einiges. Hier sehen wir auch den Raum wieder von der Breite aus. Ist viel breiter als in den Filmen, oder? Also in keinem der Filmen war es so groß. Aber eigentlich muss es ja so sein. Wir reden von 7 Klassen. Okay, sind keine großen Klassen, aber trotzdem. Ist das immer noch Gryffindor? Ja, das ist jetzt der Raum, wie man nach oben geht, zu den Schlafzimmern. Ey, das ist auch top. Aber im Film war es ein bisschen anders, dachte ich mir jetzt. Aber ich bin mir irgendwie auch nicht sicher. Aber ich muss sagen, hey, auch die Sicht von oben nach unten, top. Also die Leute, die das gemacht haben, man sieht, das Spiel hat wirklich eine Bearbeitungszeit gehabt, eine Produktionszeit, sagen wir, und man sieht, für was da, man sieht, dass da vieles gemacht wurde und deswegen auch zu spät rauskam. Sollte eigentlich schon vor 2 Jahren rauskommen, so in etwa, und ist immer noch nicht draußen, also nicht umsonst. Man sieht da sehr, sehr viel Arbeit und das muss man einfach, wow, schätzen, respektieren. Ich finde, Gryffindor ist eine 10 von 10. Muss einfach mal gesagt werden, nach dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum interessieren mich die anderen drei auch mega und ich schaue es auch zum ersten Mal mit euch gerade an. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal beim nächsten an. So, jetzt sehen wir das Haus von Slytherin, beziehungsweise das Gemeinschaftsraum. Ey, das erinnert mich wie an einen Film. Ja, doch. Im zweiten Film haben wir es gesehen, aber das ist mehr dabei. Also im zweiten Film haben wir nicht so viel gesehen, aber ich muss sagen, da haben wir auch, das sieht schön aus. Muss man wirklich gestehen. Ich kann mich noch ein bisschen an die Spiele erinnern, also Gefangene von Azkaban war es Teil. Boah, die Schlange. Ja, ich bin kein Fan von den Schlangen. Auf jeden Fall, der Raum von Slytherin sieht auch 1A aus. Auch diese kalte, düstere, bisschen dunkle Atmosphäre ist vertreten. Halt sehr, ja, auch ähnlich gemacht wie das von Gryffindor, aber hier sieht man auch ein paar Unterschiede wiederum. Ist das Slytherin? Nein, das ist der Eingang zu Slytherin wahrscheinlich. Das kann, also, das ist ja dann riesig, wenn es so groß wäre. Jetzt sind wir wieder bei Slytherin. Ja, top, 10 von 10. Ah, doch, beim zweiten Film gab es das auch. Das war die Fläche, wo da am Schluss Crabbe und Goyle, beziehungsweise Harry und Ron abgehauen sind, oder? Ja, also ich muss auch sagen, das Haus von Slytherin ist wirklich top, mega nice, brutal, brutal. Jetzt gehen wir zu Hufflepuff. Hufflepuff haben wir in den Filmen gar nicht gesehen, oder? Nee, glaub nicht. Ja, grün passt einfach, grün, oder? Aber das Bild ist mir ein bisschen wie aus den Spielen, habe ich auch wieder so in Erinnerung. Aber eben, wie gesagt, meine Erinnerung ist jetzt auch nicht sehr stark zu den Spielen. Aber ist das bunteste, ist das wärmste Haus von allem, muss ich sagen. Vor allem die Designs, ja, ey, das sieht mega schön aus. Der Eingang. War der Eingang im Buch so? Ich kann mich wirklich nicht gut erinnern. Ich muss ehrlich zugeben, ich lese gern die Bücher jedes Jahr einmal, aber so ins Detail habe ich mich jetzt nie befasst und deswegen, also keine Ahnung, ob das 1:1 ähnlich aussieht, aber mit Abstand das Schönste.
das Interessanteste, muss ich sagen, sehr naturfroh und das ist ja typisch Hufflepuff. Also typisch, ja, es geht, aber ja. Aber der Design auch wieder eine 10 von 10. Ich glaube, da kann man nicht groß diskutieren. Haben auch die Sicht von oben. Da sieht man nochmal, also den Gemeinschaftsraum. Das sieht einfach mega nice aus. Jetzt kommen wir zum letzten Haus. Ravenclaw ist halt ein bisschen so elegant im Vergleich zu Hufflepuff. Auch mega schön. Das haben wir auch gesehen im Film. Ja, das ist elegant. Also wirklich elegant. So die goldige Mitte, habe ich das Gefühl. Widerspiegelt uns Ravenclaw hier. Ja, das sieht top aus. Also wirklich der Blick nach außen. Hier sieht man die Treppen. Ravenclaw, ja. Ja, guck, die Türe. Auch mega schön. Alles, was die hier gemacht haben, ist wirklich einzigartig. Ich muss wirklich sagen, ich kann es nur loben. Ich kann kaum was anderes sagen. Was seht ihr eigentlich für andere Unterschiede? Also was seht ihr für Unterschiede zu dem, das was wir kennen? Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Sieht man wieder das Ganze um bei Ravenclaw. Ey, das sieht einfach nice aus. Ich glaube, ich würde vieles aufgeben in meinem Leben, um in so einem Haus zu wohnen, im Gemeinschaftshaus zu wohnen. Also ich würde vieles ohne Wenn und Aber. Das sieht so schön aus. Das sieht so geil aus. Also, boah, Respekt. Ich bin sehr gespannt auf die Spiele. Ich bin wirklich mega gespannt auf die Spiele, was da kommen wird, was uns alles erwartet. Wir können auch ein Let's Play machen, wenn ihr das wollt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Das war's von den Häusern. Falls ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt, beziehungsweise vielleicht ein, zwei Meinungen, vielleicht detaillierte Meinungen, dann schreibt es doch bitte in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, Like und ein Abo dalassen, wäre mega nice. Wir bedanken uns und wünschen auch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.